Hallo Leute, heute zeige ich euch die neue Catrice Nude Drop Tinted Serum Foundation in Aktion und dann schauen wir mal, ob sie den Lobpreisungen im Internet gerecht wird. Kurzer Reality-Check zwischendurch, so sieht meine Haut aktuell aus. Hier und da sind ein paar rote Stellen, die ich vor ein paar Tagen aufgekratzt habe und die aktuell am Abheilen sind. Aber ich glaube, das ist die perfekte Ausgangslage, um die Deckkraft einer Foundation zu testen. Vorher muss man die Foundation schütteln, damit sich die Pigmente ordentlich darin verteilen. Ich habe übrigens die Farbe 004N. Ich glaube, das ist die hellste Nuance, wenn ich mich nicht täusche. Und die Foundation kommt mit so einem Dropper daher. Dementsprechend ist sie auch recht flüssig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also sie ist flüssig, aber dennoch cremig. Und dann tragen wir das gute Stück mal auf. Ich habe übrigens meine Hautpflege schon gemacht. Eigentlich nur Gesichtswasser und Sonnencreme. Und ich bin der Meinung, wenn eine Foundation mit meinen Lieblings-Skincare-Produkten nicht zurechtkommt, dann ist sie unwürdig. Aber das ist jetzt auch keine First Impression. Ich habe die Foundation schon eine Weile ausprobiert und arbeite sie am liebsten mit einem Schwamm ein. Sie lässt sich auf jeden Fall problemlos verteilen. Fühlt sich sehr, sehr dünn und sehr leicht an. Aber ich denke, ihr könnt ganz gut erkennen, dass sie hier die roten Stellen nicht komplett abgedeckt bekommt. Das ist für mich persönlich absolut gar kein Problem, weil ich eh meistens dann mit Concealer drüber gehe. So würde mir die Deckkraft jetzt ausreichen. Ich persönlich finde es schön, wenn man die Haut noch ein bisschen sieht und die Sommersprossen. Das hier werde ich, wie gesagt, noch etwas Spot concealen. Aber ich habe während der Testphase natürlich auch versucht, die Deckkraft etwas aufzubauen und mehrere Schichten aufzutragen. Ich muss allerdings sagen, dass mir das nicht so gut gefallen hat, weil die Foundation bereits nach der zweiten Schicht cakey aussieht und trockene Stellen betont. So sieht ein leichter Layer von der Catrice Tinted Serum Foundation bei Tageslicht aus. Ich denke, man kann ganz gut erkennen, dass sie den Ton etwas ausgeglichen hat, aber es natürlich nicht geschafft hat, hier die einzelnen roten Stellen abzudecken. Ich wollte euch noch mal kurz zwischendurch zeigen, warum ich für meine Skincare Reviews oder meine Foundation Reviews und dergleichen keine Filter verwende. Das hier ist meine Haut bei Tageslicht ohne Filter. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Das ist sozusagen ein realistisches Abbild der Foundation. So sieht mein Gesicht mit Filter aus und ich muss sagen, dass ich den Effekt schon relativ krass und sehr wahrnehmbar finde, vor allem im Vergleich zu den vorherigen Aufnahmen. Und das ist auch ein Filter, der in meine Kamera integriert ist. Ich habe mir eine neue Kamera geholt, damit ich auch so ein paar Tageslichtaufnahmen machen kann und damit ich eben nicht meine super schwere, fette Kamera mit mir rumschleppen muss. Das ist die Sony ZV-1 und die hat halt diesen integrierten Skinfilter, den man an- und ausmachen kann. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil ich finde, so kann man sich halt auch eine Foundation Review sparen, weil so sieht jede Foundation einfach perfekt aus. Und wenn man die sich dann bestellt und auf die Haut aufträgt und dann feststellt, dass sie eben nicht diesen Weichzeichner-Effekt macht, ja, dann ist die Frustration natürlich groß. Das mag vielleicht bei so einer Drogerie-Foundation noch irgendwie verkraftbar sein, aber bei einer, die teurer ist, finde ich das schon durchaus schwierig. Nur noch eine kleine zusätzliche Info, die meiner Meinung nach auch wichtig ist. Und zwar dunkelt die Foundation auch etwas nach. Das hier habe ich vor circa 20 Minuten aufgetragen. Und jetzt gebe ich mir noch ein bisschen was Frisches drauf. Ihr seht, so sieht die Foundation frisch aufgetragen aus. Und so nach 15, 20 Minuten.
Ist das die beste Foundation, die ich jemals getestet habe? Nein, aber dennoch ist es ein solides und gutes Drogerieprodukt und ein absoluter Zugewinn im Catrice-Sortiment, weil ich es einfach auch wahnsinnig schwierig finde, günstige Drogerie-Foundations zu finden, die eben kein Parfum und keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten. Und das ist halt bei dieser Foundation der Fall. Da ist keine Parfümierung enthalten, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Und ich als Duftstoffallergikerin musste einfach so ein bisschen aufpassen. Und da ich diese Foundation mittlerweile seit einigen Wochen teste, kann ich definitiv sagen, dass ich sie wunderbar vertrage. Ich habe leider total verrallt, die Verabschiedung aufzunehmen, deswegen gibt es jetzt Cat-Content. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welche Foundation ich als nächstes testen soll und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.